sauer auf mich. Wegen gestern. Mensch, Mama. Dass ich mein Jurastudium abgebrochen habe, hat doch nichts mit dir zu tun. Das, nur weil das dein Ding ist, Juristin sein. Ich, schau mal, ich muss jetzt mal arbeiten. Ich muss zum Beispiel kellnern oder irgend sowas. Mutter, sieh mal, nur weil das für dich einfach dein Lebensweg und das Richtige war, heißt das nicht, dass es für mich das Richtige ist. Ich brauche jetzt was anderes. Ich habe mich da nie wohlgefühlt. Schau doch mal, Mama, das hier, das bin doch nicht ich. Mama. Mutter, jetzt lass uns doch mal bitte darüber sprechen. Mama? Mama, hör doch mal jetzt bitte auf, hier zu wischen, Staub zu saugen. Mama, ich würde gerne mit dir darüber reden und das... Aua, das... Hör doch mal auf! Das ausdiskutieren! Ja, natürlich. Natürlich, denke ich jetzt. Frau Klein! Ja, natürlich. Naja, ich verlasse mich wie immer ganz auf Sie. Sie wissen ja, die Kanzlei Schröder und Partner, wir verlieren nie einen Prozess. Ja, natürlich, dieser schwierige Mandant, aber das haben wir doch im Griff, oder? Ja, natürlich. Also, Frau Klein, in 2 Stunden vor Gericht, ja? Ich freue mich. Bis denn, ciao. Mutter, ich möchte jetzt mit dir darüber sprechen. Und ich möchte nicht, dass du jetzt staubsaugst, während wir reden. Mama, jetzt lass das doch mal bitte. So ein Kindergarten hier, was soll das denn? Frau Klein? Was? In einer halben Stunde? Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, bis gleich. Und für die hast du jetzt Zeit. Mit der redest du jetzt. Weißt du, Mama? Wenn du mir eh nicht zuhörst und sowieso nicht mit mir sprichst, dann kann ich ja auch gehen. Stopp. Wenn es um ihn geht, dann ich. Ich werde dich heute besuchen. Ha?
Komm. Soll ich jetzt mal einen Kaffee machen? Mach das. Okay. Ich bleib sitzen, ja. Klar. Ich mach das schon. Ich dich mal nicht auf. Mach das. Der Kaffee läuft. Gut, mit viel Zucker und Milch. Ja, komme schon. Guck mal. Danke. Ach, das ist so schön. Ah. Und Kleine. Du weißt ja, jetzt ist ein Jahr schon vergangen. Ja. Ein Jahr bin ich in Rente. Ja. Und was habe ich mich gefreut, weil irgendwie mein Leben stand im Grunde nur aus Arbeit. Und was wollte ich alles machen und dachte, oh, was kommt noch? Gut, ich mache einiges. Was heißt einiges? Ich kann die Volkshochschule hoch und runter. Aber es erfüllt mich nichts. Es ist einfach eine Leere in mir. Hast du angerufen? Wo denn? Na, bei der Volkshochschule. Den Kurs, den ich dir gedacht hatte. Welcher war das jetzt nochmal? Das war Gruppenschwimmen durch die Havel. Schwester! Du weißt, dass ich die Wasserphobie habe. Ihr letzter Kurs, du weißt doch. Tauchen, ohne wieder aufzutauchen. Seitdem kann ich kein Wasser sehen. Aber da war doch noch der Skulpturenstrecken. Bitte jetzt noch die Hände wie vom Stricken und geh mal da Tiergarten, fast jeder Raum ist von mir umhüllt. Also. Aber weißt du, was wirklich ganz toll wäre? Wirklich? Was ich gelesen habe, Atmen im Park. Ich atme überall und es hilft nichts. Ja. Natürlich. Mach mal ein bisschen tiefer. Ja, ach ja, nee, doch mal nach oben. Doch mal hin. Okay. Ja. Gut reicht. Ja? Ja. Schwesterlein. Ja. Weißt du was? Du musst mal aus dem Knick kommen. Hör mal, das geht so nicht. Halt mich mal. Ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Was ist das jetzt? Jetzt schon nicht. Ich soll heute bei Ihnen die Fenster auswechseln. Genau. Das war ja heute Tag. Ja. Ja, oh. Ich meine, drauf eingerichtet bin ich nicht. Ich nehme an, es wird viel Dreck machen. Naja, aber hier wegen die Fenster hinten ist auf der Straßenseite. Die ganze Front hier. Die ganze Front. Aber da müssten die Bücher da hinten weg. Oh Gott. Möchten Sie vielleicht die Bücher geschenkt haben? Also Sie können sich alles aussuchen, was Sie wollen. Ich bin zwar. Warten Sie mal, ganz interessant habe ich mir mal gekauft, und ich gestalte meinen eigenen Sarg. Das war wirklich nicht schlecht. Ja, haben Sie eben genug Holz? Ja, unten liegt was im Hof. Ja. So, ich würde sagen. Das würde ich gerne nehmen. Okay. Leben unter Menschen. Habe ich auch, ja, können Sie gerne haben. Ja, und? Nehme ich mit. Gut, dann, wie lange wird es dauern? Meine Freundin, wie lange wird es dauern? Den ganzen Tag. Den ganzen Tag, Christian. Was mache ich da? Sie haben doch keine Läden zu. Die haben doch keine Tiger jetzt. Tiger. Na ja, gut. Oder das schöne Rosengehege vor ihrer Tür unten. Sehr interessant. Ja. Na, das wär's doch. Das wär's. Gut, pass auf, Christa, indem ich umziehe. Und dann treffen wir uns einfach mittags im Kaffee. Ja. Und Sie machen einfach die Tür, ziehen Sie ran und dann ist okay. Ja. Und nicht so und viel Schlüssel Dreck machen. Schlüssel brauchen Sie nicht. Sie machen die Tür ran. Okay, tschüss. Ja. Ja.
nicht so gut aufgeregt bei dir, oder? Schon lange nicht. Wieso, was hat sie denn? In Rente. Kommt das denn die gute Rente? Ich glaub schon. Also, dann machen wir, ne? Schön. Tschüss. Tschüss. Das ist ja schlimmer als Kameltreiben. Ich hab so satt. Guck mal, was können wir denn hier sehen, Herr Schnitzke? Ist das toll. Gabi, nein, jetzt guck doch mal. Ja, ich schreibe noch kurz zu Ende, okay? Ach, jetzt gib dir mal das Teil. Komm, Mann, ey. Ich geb's dir nachher wieder und dann gehen wir aus dem Schuppen, weißt du? Aber ja, toll, ey. Was soll denn an so einer blöden Mauer hier interessant sein? Du, Gabi, nein, weißt du, man muss die Vergangenheit kennen, damit man weiß, was jetzt gerade ist. Ja? Das ist ein Gesetz. Komm, Gabi, nein. Dann gehen wir shoppen. Und dann gehen wir shoppen, ja? Wo hin du willst und wie viel du möchtest. Aber jetzt, guck mal, komm. Ja? Und womit verdient dieser Diego aus dem Aktzeichenkurs so sein Geld?
Der ist Künstler. Charlie. Ja. Wie soll der denn eine Familie ernähren? Bitte was? So Kurse? So. Was gibt's da alles? Irgendwann muss ich mich ja jetzt mal anmelden. Ich glaube, das hat noch ein bisschen Zeit. Man sieht noch gar nicht. Naja. Ich spüre aber schon ganz viel. Also pass auf. Das zählt doch. Heute Morgen. Meine lieben Jungfrauen. Entschuldigung, ich glaube, Sie verwechseln uns. Charlie, heute Morgen. Gehen wir jetzt. Darf ich Ihnen meine Geschichte erzählen? Du wolltest mir noch was ich erzählen. Ich möchte Ihnen unbedingt heute meine Geschichte erzählen. Und ich möchte Ihr meine Geschichte erzählen, auch endlich. An diesem Tag, vor dieser Mauer. Entschuldigung, aber wir haben... Antifaschistischer Schutzwall. Wir wollten 61 gebaut. Wir wollten einen Kaffee trinken. Sie sind ja noch viel zu jung. Bitte? Sie waren ja nicht dabei. Ich melde mich auch später bei dir. Aber ich habe jetzt ganz viel zu tun. Bis später. 61. Ich lebte auf der sogenannten Ostseite. Tut mir leid, aber es hat wirklich keine Zeit. Ich erzähle Ihnen ja nur die Geschichte noch schnell zu Ende. Und er lebte auf der sogenannten Westseite. Wenn Sie mal schauen wollen, das ist er. Ja, okay. Und es war damals zu der Zeit so, nachdem die Mauer gebaut worden war, man konnte sich nicht treffen. Man konnte sich einfach überhaupt nicht sehen. Ja, und wir konnten uns nur Briefe schreiben. Und das war wirklich eine wunderbare Erfahrung, jeden Tag Briefe schreiben zu können, zu dürfen. Und immer wieder Neues zu erfahren. Aber dann, nach 2 Jahren, da konnten wir uns endlich sehen. Und wissen Sie, das war hier, Friedrichstraße. Wenn Sie da mal gucken wollen, dieses kleine Türchen. Ja. Ja, und dieses kleine, und ich stand hier. Ich stand hier auf der Ostseite und ich wartete darauf, dass diese Tür aufgeht. Können Sie sich das vorstellen? Und ich wartete und wartete und ich wusste ja nicht, kommt der oder kommt der nicht. Haben Sie ihn geschnappt oder haben Sie ihn nicht geschnappt? Denn er brachte immer irgendwas mit, was vielleicht nicht so genehm war. Wissen Sie, so zart und alles mögliche, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Und dann haben Sie ihn geheiratet? Und dann muss ich die Geschichte noch zu Ende erzählen. Und dann war es einfach so, ganz kurz. Jedes Wochenende hat er mich besucht. Und nur zum Höhepunkt. Das können Sie sich nicht vorstellen, was das bedeutet. Unsere Mauer. Die East Side Gallery. Ja, hier hat meine Mantel der Geschichte bewegt. Also, auf die Plätze, Fokus frei. Sagen Sie noch, was erzählen Sie denn da für ein Mist? Ist was erzählen Sie den Leuten für einen Schwachsinn? Dieses kitschige Zeug, was Sie denen da erzählen, das ist doch unglaublich. Warten Sie mal noch. Das ist Schicksale sind das, die dahinter stehen. Und Sie machen hier Ihren Mist, Ihren das ist doch mein Job. Wir sind da auch gleich weg. Kommen Sie. Übrigens, das war eine Zugabe live. Ja, das ist ja gefährlich. Es gibt doch manche der Lieder, die sind noch ein bisschen ummauert. Also. Ja, und diese Mistung.
zu Ende. Außerdem hatten wir noch eine Zugabe geplant beim Bordkarrierungsbund und vielleicht mehr. Mal sehen. Gleich zur Schokoladenpackung mit ganzen Haselnüssen mit Sammelpunkten. Dann gehen Sie zu den Raviolis und pikanter Hackfleischsoße ohne Sammelpunkte. Sind Sie irgendwie krank? Frau Kramer, ich beobachte Sie seit gut 4 Wochen. Und nicht nur beim Einkaufen. Wissen Sie, ich wohne ja genau gegenüber. Sehe Ihr Wohnzimmer mit der Essecke, Ihr Schlafzimmer und weiß, wie Sie essen, was Sie essen und vor allen Dingen, dass Sie auch mal im Schlafzimmer essen und auch nicht sehr gesund. Ab heute kein Koffein, kein Zucker. Ich brauche meinen Kaffee am Morgen. Und Zucker liegt über alles. Nein, das lieben Sie nicht. Ab heute ernähren Sie sich gesund. Wissen Sie, damit werden Sie glücklich. Verstehen Sie, Frau Kramer? Ach, passen auf, ich habe hier einen Ernährungsplan für Sie. Moment hier. Marlene Kramer, stimmt doch. Ab heute Brennwert und ballastorientiert. Ich bin ganz aufgeregt, dass Sie mir so nah sind, sonst sind Sie immer so über die Straße. Also, wir fangen morgens an mit einem Kräutertee. Moment. Good morning! Dann zum Beispiel die Vollkorn-Dinkelkekse. Dinkel-Vollkorn. Also. Auch mit Sammelpunkten, aber völlig zusatzstofffrei. Und zum Abend vielleicht fairen Fisch mit viel Vitamin C. Hier, das reicht noch fürs Wochenende. Und ein bisschen Bio-Eier. Bitte so. Und das soll alles glücklich machen. Ja, natürlich, sehen Sie mich an, ich bin glücklich seit
seitdem ich mich gesund ernähre. Also, habe ich jetzt richtig verstanden? Ja. Ja. Werde ich glücklich oder Sie? Ja, ich bin glücklich. Und wissen Sie, ich möchte, dass alle glücklich werden. So, ich nehme meine Ravioli in Hackfleisch, mit Hackfleischfüllung, meine Tomatensauce, nein, die guten Butterkekse, 60% reine Butter. Eier, normale, Zucker Thank you. Hallo. Hallo. Mit Alan.
hier. Schauen Sie sich gerne um. Ich schenke dir die.
Alter, wenn die gerade mal 2 Tage getrennt sind. Ich finde das so unmöglich. Also wirklich, wie kann er ihr das antun? Also nee, da schreibe ich gleich mal zu. Warte mal kurz. Warte mal, sie ruft gerade an. Ja, hallo Lisa. Mhm. Ja, nee, habe ich auch schon gehört. Finde ich richtig scheiße. Also wirklich, also wie er das machen kann, ist mir unfassbar. Also pass auf, ich habe da was rausgefunden. Ich war dann nämlich bei dieser Seniorenberatungsstelle und da habe ich doch noch diverse Kurse für dich gefunden. Und zwar, was würdest du halten von den Weg der Elche gehen? Glücklich in Norden. Oder lerne dich in deiner Katze zu verstehen. Ich habe keine Katze. Was würdest du denn halten von Pferdefleisch in Topf und Pfanne? Was? Doch, jetzt haben wir's. Und zwar Bildung. Das ist doch das, was wir jetzt brauchen. Ja. Was auch, und zwar Kunstgeschichte. Grundkurs 3. Spätrömische Dekadenz am Beispiel der Plattenbauten. Ja, nun, ich muss jetzt auflegen, wirklich. Also, bis dann, tschüss. Ja, also erzähl jetzt erstmal, was ist los? Ja, meine Mutter. Mhm. Heute Morgen stehe ich auf. Warte mal ganz kurz, so süß. Hier hat Peter und Paul haben gepostet, dass sie jetzt einen neuen kleinen Babydogger haben. Ist das nicht cool? Ich finde das so niedlich irgendwie. Ja, ganz niedlich. Süß. Also schon mal, warte mal ganz kurz, weil es irgendwie ihr geht schlecht. Ich geh noch mal ganz kurz ran, ja? Ja. Ja, wir gehen das nochmal im Detail durch. Also, was morgens bei ihm? Also, pass auf, da gäbe es dann noch Rhetorik, reden ohne zu denken. Philosophie 2, Gesang und Herzensbildung. Das wär's doch, Gesang und Herzensbildung, oder? Also, pass auf, bei dem anderen, da gibt es Erinnerung ohne Erinnerung. Hoffentlich. Was kann ich dir denn noch sagen? Auch nicht. Markenwasser verkosten für Anfänger. Auch nicht. Ich bin nur mal schnell auf Toilette, ja? Ja. Du meinte, es muss jetzt auch gehen. Ja, hast du rein, hast du gut. Ja, nee, also erst noch 3 Fragen melden, würde ich schon, also würde ich schon sagen. Nee, also sofort melden kannst du dich da nicht, das geht gar nicht. Annette, nun sprich doch endlich mal. Was wolltest du denn sagen? Immer dieses Herauszögern. Lass Peter in Ruhe. Also, er gehört zu mir. Meine Liebe, das ist ja der größte Witz, den ich in letzter Zeit gehört habe. Du meine Güte, er gehört zu dir. Wie kommst du überhaupt darauf, dass er zu dir gehört? Kannst du mir das mal sagen? Weil er mich liebt, weil ich ihn liebe. Für dich ist es doch immer nur ein Spiel mit deinen scheiß Männergeschichten. Ja, aber hast du dir schon mal die Frage gestellt, wieso die Männer überhaupt alle immer zu dir kommen und nicht zu dir? Weil du noch viel lernen musst, ja? Die müssen dir immer noch alles beibringen. Von wem dagegen? Von mir lernen sie es. Von dir lernen sie es, du. Auf einen alten Wege kann man nur Wege lernen, ja? Also weißt du, so ähnlich. Wenn ich mal ehrlich sein darf, die letzten 15 Jahre Schwerkraft haben aber nun wirklich ihre Spuren hinterlassen. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass noch irgendein Mann zu dir kommen möchte. Schau es doch mal an im Spiegel. Bloß weil du Silikonebluse hast, meinst du, kannst du die Männer locken. Und du? Botox, Schlankpack? Nennt man dich nicht Botox, Baby? Nein, mich nennt man nicht Botox, Baby. Und jetzt pass mal auf. Peter kommt freiwillig zu mir, ja? Du fragst dich immer, beziehungsweise du denkst, ich würde ihn... Was ist denn? Ja, tut mir leid, es war wieder dieser Husten. Ja, Bibi, es tut mir leid, wir müssen dann nochmal neu anfangen. Weißt du, Lissi, diese 10 Jahre Freilufttheater Hotzenplotz haben aber auch ihre Spuren hinterlassen, oder? Ja. Mensch. Das war die Zeit. Wie lange ist das denn jetzt her? Ja, so 30, 40 Jahre war das schon. Ja, warte mal, ich guck dir mal den Hals drauf. Okay. Und! Ich seh's! Wo?
Heißer? Verbrannt! Nimm's mal in den Mund. Dann wird's schon besser gehen. Danke. Wir fangen jetzt noch mal an mit Günther, ja? Oder wie war das? Also. Günther? Aber da habe ich auch noch meine Texthänger. Wir müssen das jetzt mal machen. Also, Bibi, los geht's, okay? Okay? Peter, ja? Und wie war's mit Günther? Mit Günther, die Geschichte will ich nicht mehr hören. Mit? Will ich nicht mehr hören. Wie war's mit Rainer? Ja, da kam diese Claudia, ja. Und wie war's mit? Mit Klaus? Und wie sitzt dieser Rundlange mit der Hundstirn? Auf jeden Fall lässt du ihn in Ruhe, den Peter. Ich brauche ihn gar nicht in Ruhe zu lassen. Er kommt ja immer zu mir, weißt du? Du bist doch wirklich so eine abgehalfterte Trockenflaune. Eine Schabracke vom Herrn bist du. Was bist du? Eine Schabracke? Links gestrickt. Was ich? Links gestrickt, also wirklich. Eine dumme Kuh bist du. Du glaubst doch wirklich, die Männer würden alle hinter dir. Glaubst du, ja? Du weißt, was im Arbeitsvertrag steht. Keine Verhältnisse mit Stammgästen. Ich kann dich jederzeit entlassen. Na, da musst du dir mal jemanden suchen, der weniger attraktiv ist. Aber das wird dir schwer fallen, meine Liebe. Wahrscheinlich wirst du die ganze Zeit allein arbeiten müssen. Ehrlich? Super, super, wie Sie reden. Ja. Ja, so möchte ich auch reden. So? Ja. Kann man das irgendwie in der Volkshochschule lernen? Naja, also ich finde es ganz super. Es gibt ja wahrscheinlich einen Mann oder sind Sie Freundinnen oder Naja, das sind wir auch, aber Volkshochschule ist nicht ganz das Richtige. Das war schon etwas mehr als ein Volkshochschulkurs. Wir sind ausgebildete Schauspielerinnen am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Wo sind denn unsere Autogrammkarten? Oh. Ach, die sind draußen im Kulturbus, ja. Die sind im Tourbus, also sonst würden wir ihnen welche geben gerne. Wissen Sie, wir sind gerade auf Tournee und heute Abend spielen wir im Stadtteil. Ich glaube, die müssen auch. Na, Schnuckel, komm mal her. Ja, na, komm mal her. Ja, du bist doch meine beste Ziege. Na, komm mal her. Ich habe auch was Feines für dich. Hier. Hier, Rittersport Marzipan, magst du doch so gerne. Ja, meine Kleine. Ja, komm mal her. Ja. Ja. Entschuldigung, was machen Sie denn da? Das siehst du doch. Ja, also ich meine, wenn ich das richtig sehe, dann,
Dann ich fütter hier die Ziegen und ich wüsste nicht, was dich das angeht. Ja, also erstens steht hier Ziegenfüttern verboten und zweitens steht hier auch nichts von Schokolade. Pass mal auf. Das hier ist mein Gehege. Ja, das sind meine Ziegen. Ich bin hier, seit ich so groß bin. Und ich weiß am besten, was die Ziegen fressen. Verstanden? Ist was? Ist ja gut, gut. Also, das hier, das ist ein öffentlicher Park, ja? Mach den Kopf zu. Ich mach den Kopf auf, das hier ist ein öffentlicher Park und da können Sie nicht einfach die Ziegen füttern und schon gar nicht mit Schokolade. Was ist denn das überhaupt für eine Schokolade? Rittersport Marzipan. Marzipan? Ist doch nicht Weihnachten. Schmeckt den aber am geilsten. Ja, was haben Sie denn schon alles ausprobiert? Naja, na alles. Ja, das verklebt doch den Darm. Das sieht man doch, hier gucken Sie mal den Stuhlgang an. Bist du Darmexperte oder was? Also jetzt... Schieß ab, du nervst. Ja, ich hab keinen Bock, nicht mit so Bekloppten hier im Park zu. Also erstens bin ich nicht bekloppt, sondern ich bin Sozialarbeiterin. Oh. Und wenn du mich duzt, dann duze ich dich jetzt auch mal, wa? Weil ich muss ja jetzt mal auf eine Ebene kommen, damit du überhaupt mit mir reden kannst. Ja? Du bist doch jugendlich. Warum bist denn du nicht in der Schule? Du bist doch jugendlich. Warum bist denn du nicht in der Schule? Na, ich bin in der Schule nicht, weil ich da keinen Bock drauf hab, wa? Und was machst du den ganzen Tag? Ja. Siehst du doch, wenn du mich nicht stören würdest, könnte ich hier in Ruhe hier, das ist meine Family hier, mein also, Tag. Also ich habe ja Verständnis, das ist also deine Family und wenn du hier bist, fühlst du dich wohl, ja, habe ich dich richtig verstanden? Ja, Und also die Ziegen, sind die jetzt Mutter oder Vater oder Geschwister oder was sind die für dich? Bitte, komm mal klar. Was willst du von mir? Na, also ich bin Sozialarbeiterin, ich arbeite im Jugendzentrum und ich mache mir eben Gedanken, wenn ich hier so Leute wie dich hier so sehe. Wo ist das Problem? Hast du heute überhaupt schon mal was gegessen? Ist ein langer Tag gewesen. Ja, lieber. Hast du was gegessen? Das ist mein Frühstück. Willst du Baguette? Wieso denn nicht? Hier, ich hätte eine ganz tolle Dose Ravioli mit Hackfleischfüllung. Schmeckt wunderbar. Ist ja geil. Ey Mutti, bist ja eine gute, wa? Oh, Dankeschön. Guten Appetit. Ja. Und wie kriegst du die jetzt auf? Und wie kriegst du die warm? Willst du die kalt essen? Ich meine geschlossen und kalt? Also pass mal auf. Ich mache dir einen Vorschlag. Du kommst jetzt mit zu mir ins Jugendzentrum. Wir nehmen Dosenöffner, machen die Dose auf und ich mache dir die Dinger warm und dann kriegst du erstmal was im Magen. Okay, und dann sehen wir weiter. Ist das ein Deal? Ist ein Deal. Komm rein, ich komm mit. Papa.
Wir gucken mal mit der Küche nicht. Alles Lebensmittel für mich. Was gibt's? Was hat sie denn drin? Schokolade. Mit Füllung. Schokolade mit Füllung. Für Tiere, aber für Menschen die eine. Die ist weg. Und die ist weg. Suchen. Wo? Hier in der Stadt. Okay. Dann. Ja. Seitdem will ich nur Jupp genannt werden. Jupp. Ja. Erinnerst du dich? Beim Examen saßen wir nebeneinander. Ja, die beide, ja? Ja, du erinnerst dich. Und du hast mich abschreiben lassen, sonst wäre alles schiefgelaufen.